Nach dem Start von Artefakte der Macht mit der Tafel der Magie und Sternenstaub hat mich im Folgejahr dann der Alex Streb mal darauf angesprochen, ob wir nicht mal gemeinsam was machen wollen. Zum den Artefakten die kosmische Nuss, der Zepter der unendlichen Macht, Honigbomben und Trojans Maske sind dann exklusiv Kurzhörspiele entstanden. Meine nächste Idee war dann eigentlich, ähnlich den Ladybird-Büchern in den 80er Jahren was Neues zu machen. Alex war von Anfang an sofort bereit und hat gesagt, kein Problem, da schreiben wir was. Zusammen haben wir mittlerweile sehr viele Hefte rausgebracht unter dem Logo Moto Fanfiction und Friends. Fan der Giganten bin ich schon seit meiner Kindheit, hauptsächlich geprägt durch die Mini-Comics, die Inderbart-Comics und natürlich die Hörspiele von Europa. Mein Lieblingscharakter ist und bleibt He-Man. Ich liebe die Videokonferenzen, Telefonate und Treffen mit den Jungs. Es eskaliert grundsätzlich und wir haben immer wieder tolle neue Ideen, die wir sehr gern umsetzen und für die wir richtig brennen. 40 Jahre He-Man, oh Gott, ich werde alt. Was ich damit verbinde, eine wunderschöne Zeit, viel Fantasie, Freude, gemeinsame Projekte. Das Ganze wurde erweitert durch Moto Fan Fiction und Moto Fan Fiction and Friends. Auch eine Zusammenarbeit, die immer wieder entsteht mit dem Team Artefakte der Macht. Deshalb hoffe ich auf noch viele Jahre der Zusammenarbeit und Freundschaft und vor allem, dass wir mit unseren Projekten den Fans eine Freude machen.